Unter dem Titel ZOWI – Zukunftsoffensive Verkehr und Infrastruktur schließen österreichische Leitunternehmen Allianzen. Eine Plattform von Führungskräften aus Industrie und Logistik will in den kommenden Monaten gemeinsame Projekte zur Vernetzung von Schiene, Straße und Donau entwickeln. Wir haben uns diesen Ort ausgesucht für diese Pressekonferenz, weil man hier die wichtigsten Einrichtungen der Infrastruktur auch sieht. Wasser, Straße, Energie, alles hier. Und Infrastruktur ist für Österreich von herausragender Bedeutung, wenn es darum geht, dieses Land auch vorwärts zu bringen. Das heißt, wir müssen in allen diesen Bereichen mutig investieren, wir müssen aber auch koordinieren. Das ist das Tolle an diesem Projekt. Es handelt sich dabei um eine zukunftsoffensive Verkehr und Infrastruktur, einer Plattform unter der Schirmherrschaft des Infrastrukturministeriums, die in den kommenden Monaten an Projekten zur gemeinsamen Vernetzung von Schiene, Straße und Donau sowie Projekten für die Entwicklung von smarten Städten arbeiten will. Es ist wichtig, dass die Politik bereit ist, sich auch die Expertise zu holen, die sie braucht. Und das ist eine Allianz der Unternehmen, die zusammenarbeiten, kooperieren, um Synergien zu nutzen, aber auch unter Einbindung der Politik, die dann auch die notwendigen Schritte in der Gesetzgebung setzen muss. Erklärtes Ziel sind 20 bis 25 Allianzprojekte, die im Rahmen eines österreichischen Schulterschlusses gemeinsam umgesetzt werden sollen. Ganz konkrete Projekte sollen in den nächsten 2 Jahren abgearbeitet werden, beispielsweise im Bereich auch der ökoeffizienten Mobilität, Stichwort Elektromobilität, Smart Cities, in enger Kooperation zwischen den wesentlichen Infrastrukturunternehmen. Ich glaube, es ist erstmalig, dass die Politik und die Leitunternehmen, die Sie heute vor sich sehen, in dieser Form intensiv und direkt kooperieren. Und es wartet niemand in der Welt, bis wir alle unsere Befindlichkeiten, Prozesse und Abstimmungsnotwendigkeiten erledigt haben, sondern der schnelle Vogel fängt den Wurm. Und daher müssen wir massiv in die Beschleunigung dieser Projekte, die wir gemeinsam ausgearbeitet haben, investieren. Und die Wettbewerbsfähigkeit und die Wachstumschancen, die damit verbunden sind, werden massiv davon beeinflusst, mit welcher Geschwindigkeit wir die Projekte auch tatsächlich umsetzen können. Für uns ist besonders wichtig, dass wir die laufenden Projekte realisieren können. Das ist zum Beispiel eine zusätzliche Autobahnabfahrt für den Frachtverkehr. Das ist eine Umfahrungsstraße, die die Ortskerne rund um den Flughafen entlastet. Das ist eben die Bahnverbindung Richtung Bratislava. Und das ist eine bessere Verkehrsinfrastruktur und ökologischere Verkehrsinfrastruktur, zum Beispiel für die vielen Taxis, die von der Stadt zum Flughafen fahren und zurück. Und das kann nicht ein Unternehmen allein, weil dazu brauche ich eine Ladeinfrastruktur, wenn ich Elektrotaxis einführe, und müssen sehr viele zusammenwirken. Man braucht Digitalisierung, man braucht Breitband, also viele Elemente müssen hier zusammenwirken, damit das am Ende funktionieren kann. Mitte 2019 sollen die gemeinsam ausgearbeiteten Projekte der Bundesregierung präsentiert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Pläne sei dann jedoch das neue Standortentwicklungsgesetz aus dem Wirtschaftsministerium, das derzeit überarbeitet wird. Bis wann die ersten Projekte umgesetzt werden, ist noch nicht bekannt. Es geht gar nicht so sehr um die Geschwindigkeit, sondern dass wir jetzt wirklich wohl überlegt die ersten richtigen Projekte arbeiten. Die werden dann auch immer wieder präsentiert. Und die ersten sind schon sehr konkret. Also Sie können sicherlich damit rechnen, dass wir am Beginn des nächsten Jahres schon die ersten Projekte, die dann ganz konkret umgesetzt werden, auch mit einem Zeitplan präsentieren können.